Unser altes Futterhäuschen war schon so kaputt, dass wir es im Sommer durch ein neues ersetzt haben. Am Anfang haben unsere Vögel das neue Haus komplett ignoriert und es hat Wochen gedauert, bis sie es angenommen haben. Die ersten waren die Marserl, die sie traut haben. Die Spatzen waren Hosenscheißer und recht vorsichtig. Wir haben ein Stabel beim Haus befestigt und das gefällt ihnen recht gut, weil sie dadurch viel besser landen können. Kein Marserl. Zwei Paarl Kleiber haben wir auch, die regelmäßig beim Vogelhäusl vorbeischauen. Unsere häufigsten Gäste sind Kohlmäusen und Blaumäusen. Als Futter kriegen sie hauptsächlich Sonnenblumenkerne, Mischfuttersamen und Meisenkugeln. Wenn Walnüssen übrig bleiben, kriegen sie auch da ein paar Kerne. Aber weil das Aufknacken da ein Haufen Arbeit ist, essen wir die da lieber selber. Wieder ein Kleiber. Ab und zu fliegt ein Rockelchen vorbei. Beim Vogelhäusl fressen sie die Samen nicht, sondern sie holen sich ein Kerndl, schnappen sie und fliegen damit in Strauch und fressen es dort. Unterm Vogelhäusl haben wir zwei Schüsseln als Vogelbad aufgestellt. Das gefällt auch die Spatzen gut. An der Mäusenkugel ist jetzt der Blaumäuserl. Ja, und der kleine Frechdachs kommt auch ab und zu vorbei. Vögel fotografieren ist gar nicht leicht. Sie sind so schnell, kurz da und gleich wieder weg. Aber ein paar haben wir trotzdem ganz gut erwischt. Im April waren auf einmal die Stieglitz da, aber überwintern dann die normalerweise ein bisschen weiter südlich.